Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Mein Name ist Lena, ich bin 22 Jahre alt und komme aus einer kleinen Stadt und habe gedacht, ich wage mich mal in die Welt von YouTube. Zwar, ich bin auch eine Person, wenn ich irgendwelche Themen habe oder sowas. Ich gehe mal auf YouTube, schaue mir Videos an, hole mir Ratschläge, Erfahrungen und ja, habe überlegt oder habe mir gedacht, dass ich gerne auch meine Ratschläge, Erfahrungen, Botschaften mit anderen Leuten teilen möchte. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch. Genau, und würde sagen, let's go fürs erste Video. Ja, wie es zu meinem Haarausfall kam, und zwar musste ich zu der ganzen Zeit meine Pille absetzen und dann kamen so die Auswirkungen des Absetzens auf mich zu, und zwar auch Akne. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich dazu mal so ein Video mache, allgemein zu Thema Pille und Absetzen etc., schreibt es super, super gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, da auch meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Und nach der Akne, beziehungsweise ein bisschen zeitversetzt, kam dann halt auch der Haarausfall. Wie sich das bei mir geäußert hat, ist, dass ich nach jedem Durchkämmen, nach jeder Haarwäsche wirklich eine handvoller Haarbüschel in der Hand hatte. Sodass ich mich auch teilweise gar nicht mehr getraut habe, irgendwie meine Haare durchzukämmen. Mein Bett war voller Haare, mein Boden, das war wirklich schlimm. Ihr müsst dazu wissen, ich hatte beckenlange Haare. Ich kann ja hier und da vielleicht mal ein paar Bilder einblenden, wenn ich noch welche finde. Genau, und meine Haare wurden dann einfach total dünn, sind wie gesagt jeden Tag immer mehr ausgefallen, sodass ich dann irgendwann die Haare auf einer Länge von ungefähr hier hatte. Dann bin ich zum Friseur gegangen, habe gesagt, hey, vielleicht können wir das irgendwie abschneiden, dass die Haare dann einfach nochmal nachwachsen. Es hat leider nicht so viel gebracht und die Haare sind weiter ausgefallen, immer weiter. Ich hatte im Endeffekt wirklich noch Haare, die waren dann, oder meine ganzen Haare waren wirklich wie diese Strähne hier. Also mehr Haare hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Kopf, halt rundherum verteilt, aber von der Dicke her waren das hier meine Haare. Und der Friseur und ich haben uns darauf geeinigt, hey, wir müssen wirklich, wir haben es dann im Endeffekt so abgeschnitten, so viel abschneiden, bis wohin die Haare halt gesund sind, damit die auch die Chance haben, gesund nachzuwachsen und auch neue Haare generieren können. Ja, dann habe ich mich an YouTube drangesetzt und habe versucht und mir auch ganz viele Berichte durchgelesen zum Thema Haarausfall, was man da irgendwie machen kann. Ich habe dann angefangen, Tabletten zu nehmen. Und zwar sind das diese hier, das sind Haarvitamine. Die müsste es auf Amazon geben. Die habe ich, glaube ich, auch ein Jahr genommen, also relativ lange. Ich habe davon immer nur einen am Tag genommen. Ich glaube, man soll eigentlich zwei am Tag nehmen. Ich muss auch sagen, die haben mir vor allem am Anfang wirklich gut geholfen. Habe sie aber dann irgendwann aufgehört zu nehmen, weil ich auf Dauer das Gefühl hatte, dass wir irgendwie an einem Punkt sind und da dort nicht weiterkommen. Also dieses kontinuierliche Verbessern hat mir da irgendwie gefehlt. Und dann bin ich umgestiegen. Ihr kennt sie vielleicht, das sind diese Tabletten. Und zwar sind die von TTZept, heißen Haarkraft, mit Zink, Biotin und Folsäure. Die gibt es eigentlich überall im DM, im Müller. Ich meine, die kosten so um die 4-5 Euro. Davon nimmt man jeden Tag eine mit einem kleinen Schluck Wasser. Ich bin super überzeugt davon, also kann euch die wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Meine Haare dadurch sind irgendwie viel, viel kräftiger geworden. Die haben sich angefühlt, als würde da wieder Leben drin stattfinden, sind kräftiger geworden und auch einfach, also lebendiger. Die strahlen jetzt endlich mal wieder etwas aus. Genau, also die Tabletten kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Da sind in der Packung immer 30 Stück drin. Ja, zum Thema Haarwäsche. Ich habe Shampoos gesucht, überwiegend aus der Drogerie, die ja, starkes Haarwachstum versprochen haben, Kräftigung der Haare, der Haarwurzeln etc. Aber ich muss ehrlich sagen, die haben bei mir jetzt nicht so wirklich geholfen. Ich vermute teilweise auch, dass manche das schlimmer gemacht haben. Ich weiß es nicht, es liegt ja auch immer an vielen Faktoren. Wie gesagt, ich möchte hier auch nochmal sagen, dass das wirklich meine Erfahrungen sind und dass jeder Körper irgendwie anders auf gewisse Dinge reagiert und jeder seine eigenen Erfahrungen hat, aber das ist einfach, was ich festgestellt habe und was ich mit euch teilen kann.
zum Thema Haarwäsche. Ich habe mir dann verschiedene Produkte einer Serie gekauft. Und zwar ist das die Serie Plantur 21. Und zwar sind das diese Produkte. Es gibt die auch in Pink. Ich weiß nicht, ob die Serie hier einen Namen hat. Aber die Pink heißt Langhaarmädchen. Und die möchte ich unbedingt auch im Nachhinein testen. Also wenn ihr da irgendwie Erfahrungen habt, schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare. Genau. Das besteht jetzt aus drei Produkten in dieser Serie. Wir haben hier einmal ein Shampoo. Und ja, wie ihr das auftragt, also ich mache immer ein bisschen auf meine Hand und gebe das dann in die Kopfhaut. Ihr könnt euch merken, Shampoo kommt auch immer nur in die an die Kopfhaut und nicht irgendwie in die Spitzen. Das wäscht sich ja generell wieder noch aus. Habt das dann immer so einmassiert, damit die Haarwurzeln auch angeregt werden. Und dann müsst ihr das Ganze 2 Minuten einwirken lassen und dann ganz normal ausspülen. Im Anschluss daran kommt dieser Conditioner. Da gibt ihr einfach eine Haselnuss kleine Menge in die Handflächen und verteilt das in die Spitzen. Also Conditioner ist halt zum Verschließen, Versiegeln der Haare. Und das kommt immer in die Längen und in die Spitzen. Und das müsst ihr 30 Sekunden einwirken lassen und dann auch ganz normal abspülen oder ausspülen. Und für die Tage, wo ich die Haare nicht wasche, dazu kann ich auch noch was erzählen. Also generell sagt man ja, man soll seine Haare nicht jeden Tag waschen. Ich habe mich dann irgendwie ein bisschen beeinflussen lassen, weil viele immer gesagt haben, ja, wasch die Haare nicht so oft, einmal die Woche, keine Ahnung. Habe dann auch versucht, meine Haare darauf zu trainieren und habe dann tatsächlich 2-mal die Woche meine Haare gewaschen. Aber um ehrlich zu sein, hat es meinen Haaren, wie ich es empfinde, gar nicht gut getan. Also irgendwie wurden die auch immer dünner und waren halt einfach trocken und man hat gemerkt, dass denen so die Pflege fehlt. Deswegen bin ich dann wieder umgestiegen und habe die wieder öfter gewaschen. Und generell hat mir auch mal ein Arzt gesagt, sollte man seine Haare waschen, sobald sie fettig sind. Also das könnt ihr euch gerne merken. Mir hat das dieses Umstellen wieder geholfen. Ich wasche, wie gesagt, jetzt mit dem Shampoo oder mit dem Conditioner auch meine Haare immer einen Tag. Und am nächsten Tag benutze ich dieses Elixier, was auch dabei ist. Ich kann euch das auch mal zeigen, wie das aussieht. Also das ist einfach so eine Flasche. Die gebt ihr ins trockene Haar ein. Das müsst ihr nicht ausspülen. Und zwar nutze ich da einfach immer so einen Scheitelkamm für, weil ihr müsst das halt direkt oder am besten direkt auf die Kopfhaut auftragen. Ich trenne meine Haare immer ab, wie ungefähr jetzt hier, und ziehe mir dann immer 3 Scheitel pro Seite. Trage das einmal so auf, massiere das dann ein bisschen ein und lasse es dann trocknen. Am Ende ziehe ich mir auch noch einen Mittelscheitel und trage das ganze Produkt da auch noch auf. Was ich euch dazu sagen kann, also am Anfang hat es meines Erachtens nach, man hat es gemerkt, dass ich das Produkt in den Haaren habe. Also die ersten 2 Male waren die Haare dann noch ein bisschen fettig, aber ich kann euch sagen, das pendelt sich super schnell ein. Es hat wahrscheinlich, vielleicht lag es auch nur daran, dass ich halt wieder diese Umstellung mit dem Haarewaschen gemacht habe. Und jetzt mittlerweile merkt man gar nichts mehr. Also natürlich ist es nass, es trocknet aber auch relativ schnell. Innerhalb von 15 Minuten ist es auch wieder trocken. Und dann kämme ich das Ganze nochmal durch, damit es halt so mein Haaren verteilt ist. Und dann ist es auch gut. Dann das Thema nach der Haarwäsche. Und zwar war ich früher immer fest davon überzeugt, meinen Haaren so möglichst wenig Hitze anzutun wie möglich. Ich habe meine Haare dann immer lufttrocknen lassen. Das war für mich persönlich auch nicht gut, weil generell sind die Haare im nassen Zustand super anfällig. Sie können super schnell abbrechen, die Haare ausreißen etc. Und habe mir dann jetzt angewöhnt, die Haare zu föhnen. Ich finde, ich mag auf kältester Stufe, gehe auch immer nur mit meinen Fingern so ganz leicht durch die Haare und halte den Föhn dann wirklich so 15 bis 20 cm von meiner Kopfhaut entfernt. Und nach dem Haareföhnen kämme ich sie zum ersten Mal dann auch durch. Thema Bürste. Ich hatte früher auch immer diese typischen Friseurbürsten oder diese großen, langen, die vielleicht jeder hatte. Wenn ihr es kennt, die haben ziemlich harte Borsten und ich habe dann gelesen, dass die, wenn man zum Beispiel Knoten in den Haaren hat, dass die dann bei den Knoten die Haare einfach rausreißen, beziehungsweise den Knoten rausreißen, dass man halt dadurch, dass die Haare brüchig werden und man mehr Haare verliert. Und dann habe ich mir eine Bürste gekauft, die halt eben weiche Borsten hat und wie sie sagt, dass sie die, den Knoten immer ein Stückchen weiter nach unten hin rauskämmt. Und zwar, also ich habe jetzt beispielhaft einmal den Tangle Teaser ganz einfach
Und ich kämme mir meine Haare, dass ich halt eben in den Spitzen anfange und den Knoten dann ein bisschen rausbürste und dann oben gehe. Mir hat das dabei geholfen, das wirklich langsam zu machen, wenn irgendwas ist, auch ein bisschen festzuhalten, den Knoten eben rauszukämmen und halt wirklich auch vorsichtig zu bürsten. Ja, wenn ich meine Haare dann zum ersten Mal durchgekämmt habe, benutze ich ganz gerne hier diesen Moisturizer. Das ist ein Spray von Schwarzkopf. Und das benutze ich mittlerweile tatsächlich nicht mehr nach jeder Haarwäsche, weil ich einfach die anderen Produkte ein bisschen einwirken lassen möchte. Aber das kann ich euch nur empfehlen. Meine Haare haben sich da immer gut angefühlt mit. Genau. Und ja, ich habe mich gut gefühlt, dass da noch was in meinen Haaren ist, weil ich habe super, super lange wirklich nach dem Haartrocknen oder nach dem Lufttrocknen nichts in die Haare gemacht. Habe es einfach so gelassen. Und das war, denke ich, auch ein Fehler. Was ich jetzt super gerne noch in die Haare mache, weil man hat, oder mir hat man gesagt, dass auf jeden Fall man nach der Haarwäsche immer was in die Haare machen soll, was auch drin bleibt. Und ich zum Beispiel habe mich dann jetzt auf ein Öl eingelassen. Und zwar ist es das Wunderöl. Das kennt ihr wahrscheinlich von Garnier. Ich gebe da auch wieder hier eine kleine Menge in die Hand, verteile das dann so und gebe das dann halt hier auch in die Längen und in die Spitzen ein. Gehe dann einmal so durch und ja, also ich finde es super. Meine Haare fühlen sich dann auch super gepflegt an und das fühlt sich halt so an, als wird das den Haaren echt gut tun. Deswegen, also das mag ich super, super gerne, kann ich euch auch nur empfehlen. Das war es auch schon mit meinem ersten YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr möchtet. Wichtig nochmal, oder was ich nochmal sagen wollte, ist, dass wirklich das meine Erfahrung ist, was mir geholfen hat. Das sind die Produkte, die ich tagtäglich verwende und die es geholfen habe, dass meine Haare wieder an Stärke gewonnen haben, dass sie wieder lebhafter sind. Und es ist ein super, super langer Prozess und es wird auch noch ein sehr langer Prozess sein, bis die Haare wieder da sind, wo sie einmal schlussendlich waren. Aber glaubt daran, Leute, es wird besser, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, egal was das für eine Frage ist, schreibt die super, super gerne hier unten in die Kommentare. Ihr könnt mir auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Dort heiße ich Leniam. Ich kann euch das hier nochmal einblenden. Und ja, freue mich dann auf den Austausch mit euch und würde sagen, bis zum nächsten Video.